Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Let's Play Minecraft 1.17.1. Ich hoffe, es geht gleich los. Okay. Okay, hier bin ich. Okay, hier hatte ich aufgehört das letzte Mal. Doch hoffentlich in die richtige Richtung hier, oder? Schauen wir mal. Oh, Kupfer. Das nehmen wir eben mal mit. Wir haben auch noch Platz, ne? Ja. Okay, also ich glaube, ich muss mal kurz stoppen, weil das ruckelt ein bisschen sehr. So, jetzt geht's besser, ne? So, nach einigen Irren und Wirren habe ich es tatsächlich nach Hause geschafft. Und die Framerate sieht auch wieder einigermaßen aus. So, das heißt, wir können unser Bett können wir jetzt hier hinstellen. Und können wir drin schlafen, dann werden wir hier drin gespawnt. Ja, hier haben wir noch mehr Zeug zum Braten. Zehn Eisen, okay. Das müssen wir für später aufheben. Die können wir einpflanzen. Wir können auch die Pilze brauchen wir eigentlich nicht einpflanzen. So, das kommt in die Rohstoffkiste, das kommt in die organisches Zeugskiste mit den Knochen und den Kürbissen. So. Okay. Mal gucken, wo wir hier die Bäume hin noch pflanzen können noch. Also hier haben wir schon mal sehr schöne Eichenbäume und hier jetzt ein paar Tannen. Bauen wir das ganz ab. Oh, ich weiß. Fertig. So, und wir haben 8 Akazien, die packen wir am besten mal auch hier irgendwo hoch. Ah. So. Dann ist auch schon wieder Zeit zum Schlafen. Okay, dann gucken wir mal runter in die Mine. Wir da noch ein paar Rohstoffe finden.
Wie zum Beispiel Diamanten haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Und Diamanten sind einer der wichtigsten Rohstoffe in diesem Spiel. Ja. Na großartig. Na großartig. Okay, kleiner Moment. So, weiter geht's. Ah, mehr Eisen, sehr gut. So, Mittag war fertig, musste erst mal essen. Okay, weiter geht's. Wo sind wir? Hier. Okay. Darum heißt es Minecraft. Weil man hier unter der Erde meint. Bis man irgendwann vielleicht Diamanten gefunden hat. Was war das? Muss unter der Erde auch immer ein bisschen auf die Geräusche achten. So, für jetzt reicht das aber erstmal. Haben wir wieder ein bisschen mehr Eisen, was wir braten können oben. Dann können wir vielleicht eine kleine Farm anlegen, damit wir nicht drauf angewiesen sind, weiter Seetang zu essen hier. So, wollten wir erstmal das Dach decken, glaube ich, ne? So. Cool, das sollte reichen.
Schnips. Da, okay. Es ist schon wieder nachts, ständig Nacht hier. Okay. So. Können wir gleich mal. So, dann brauchen wir jetzt nee, das machen wir nicht hiermit. Wir machen uns eine Gartenhake, aber aus Holz, damit wir ein paar Rohstoffe sparen können, aber aus erstmal die ganze Erde, die wir hier mittlerweile eingesammelt haben. Und die Weizensamen und die Kürbissamen. Und dann brauchen wir Eimer. Dazu müssen wir dann doch ein bisschen was von unserem wertvollen Eisen verwenden. Zack, Eimer. Gut. So, weil für eine Farm brauchen wir vor allen Dingen auch Bewässerung. So, mal gucken. Oh, großartig. Also diese... Geht das? Ja, das geht. Also man kann das vorher die Pilze platt machen und dann kann man das haken. Das ist gut zu wissen. So. Und dann kann man hier... Weizen einpflanzen. So. Jedes Wasserfeld bewässert alle Blocks, die seitlich bis zu 4 Felder entfernt sind. Das heißt, wir könnten das Ganze doppelt so dick machen und hätten trotzdem Bewässerung. So zum Beispiel. Ah. Oh, ja, das ist das der Nachteil an Holzwerkzeugen, die gehen relativ schnell kaputt. Der Vorteil ist, dass sie aus nachwachsenden Rohstoffen sind. Eisen ist nicht wirklich ein nachwachsender Rohstoff. Ich meine, man kann Eisenfarmen bauen. Das ist allerdings sind wir noch nicht in dem, dem Bereich des Spiels, wo man sowas macht. Ah, das haben wir Kupfer. Aus Kupfer können wir leider keine Werkzeuge machen. Ja, wir machen uns, jetzt haben wir genug Eisen, machen wir uns mal eine Eisenhake. So. Dann wollen wir uns mal an die Kürbissamen machen hier und die Kürbisse auch irgendwo hinpflanzen. So, können wir die Kürbisse aufstellen, dann können wir mit der Schere die Samen rausholen. Dann können wir die hohlen Kürbisse können wir dann noch für andere Sachen verwenden. Das ist auch ganz praktisch. So.
Achso, ich muss wieder erst platt machen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meinetwegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. So, mal gucken, ob die hier auch wachsen. Im Pilzgebiet. Da sind unsere Bäume auch schon gewachsen. Das heißt, wir könnten jetzt Holz ernten, wenn wir denn so wollen. Sehr gut. So. Dann müssen wir wieder die Setzlinge einsammeln hier. So, ist die Frage, ob wir für die ganzen Setzlinge, die wir jetzt schon eingesammelt haben, überhaupt genug Platz haben hier. Wie viel sind es jetzt? 21. Okay. Können wir, glaube ich, am besten das Holz nachher abbauen, wenn wir die in einer geraden Linie pflanzen. Klappt sogar fast. Da. Okay. Gut, wir brauchen eine neue Pickaxe, weil die andere ist auch schon fast hin wieder. Können wir hier die ganzen Steine und den ganzen Kürbis hier reintun. Oh, und wir brauchen vielleicht neue Fackeln. Warte mal, das ist unser Essen. Ja. Mit den ausgehöhlten Kürbissen kann man so einiges machen. Man kann sie sich zum Beispiel als Hut aufsetzen. Oder
Man kann eine Fackel reintun und dann hat man eine schicke Lampe. So. Gut. Ach was. So. Gut, dann wieder ab in die Minen. So, wir machen das, nennt man, was wir hier machen, nennen wir es ein Strip Mining. Wir graben einmal rein und dann in zwei Blocks Entfernung graben wir wieder zurück. Damit, wenn hier zwischen irgendwelche Diamanten sind, dann sehen wir die auf jeden Fall. Weil wir jeweils immer am angrenzenden Feld unsere Mine basteln. So, zack. Ah, siehst du, noch mehr Eisen, sehr gut. Wenn wir mit jeder neuen Eisenpickaxt immer mindestens 3 Eisen aus der Mine holen, geht uns das Eisen nie aus. So. Das heißt, diese Pickaxt hat ihren Zweck schon erfüllt, oder ihr soll, sagen wir mal. Nicht wundern, wenn ich nicht das ganze Redstone abbaue, was hier überall in den Wänden ist. Das ist momentan nicht so wichtig, das können wir aber noch später machen. Gold. Aus Gold kann man auch Werkzeuge machen, allerdings nutzt sich Gold relativ schnell ab. Darum gibt es nicht wirklich einen Grund, das jetzt zu machen, aber Gold ist wichtig für andere Sachen später. Und auch relativ selten, wie in der richtigen Welt. So. So, was wir auch machen können, ist, wenn wir hier so zwei kaputte haben, können wir die zusammen verwenden und eine etwas heilere dann rauskriegen. Wie ich Kies hasse.
Aber jetzt bis auf ein bisschen Eisen war da jetzt auch nichts drin. Na gut, ein bisschen Gold. Bringen wir das mal nach oben. Okay, SMS. Oh, es regnet. Ein Händler. Oh, der Händler wird angegriffen von Zombies. Was hat der Händler? Nichts, was ich will, glaube ich. Okay. Ich habe leider nichts zum Verkaufen oder Kaufen oder was auch immer. Ja, das sind die Monster, die nachts immer kommen. Ich sollte mein Feld einzäunen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal, weil... Okay, guten Tag. Passiert, wenn wir die Tür zumachen, gar nichts. Ja, der hat nichts, was ich will. Könnten ja jetzt mal da in die Mine gucken. Aber vielleicht sollten wir uns das fürs nächste Mal aufheben. So, dann können wir mal hier in diese Mine reingucken. Kupfer. Noch mehr Kupfer. Gold und Kupfer, okay. Das sind alles Rohstoffe, die wir noch nicht brauchen, aber die irgendwann wichtig werden. Also schon mal gut, dass sie hier schon halb abgebaut sind. Ein Creeper, scheiße. Da ist noch einer. Hilfe. Ah, okay. Ja, Creeper sind so eine Sache, weil die explodieren. Also schauen wir mal lieber, dass wir da jetzt so nicht reingehen. Wenn wir da Eisen gefunden hätten, wäre das was anderes, weil Eisen ist der Rohstoff, den wir gerade brauchen. Aber nicht so. Okay, dann würde ich sagen, dass wir haben hier unser
unser kleines Gebiet schon so ein bisschen terraformt. So dass hier auch ein bisschen grün wächst mittlerweile, nicht nur die Pilze. Das ist ganz nett. Vielleicht sollten wir diesen Wassergraben hier mit Erde füllen, damit wir hier weiterbauen können. Ja, aber das machen wir dann, wie gesagt, beim nächsten Mal. Ja, dann, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, like das Video, subscribe, was auch immer, schreibt einen Kommentar, wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal.